Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt, zu einem PlayStation 5 Projekt, um genau zu sein. Willkommen zu China Bridge of Spirits. Ein Projekt, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, schon seit ich das erste Mal von diesem Spiel gesehen, ja, nicht gelesen, sondern eher tatsächlich gesehen habe. Ich glaube, auf irgendeiner E3 oder Gamescom oder whatever. Wir spielen ein neues Spiel. Ich habe nur einen kurzen Chancencheck gemacht, also natürlich ein Blind Let's Play Geisterführer. Wir spielen im normalen Schwierigkeitsmodus. Das ist auch okay von mir aus. Let's go. Einzigartige Holzmasken sind geschnitzt, um die Toten zu ehren. In heiligen Schreien zerfallen diese Masken allmählich zu Staub und symbolisieren die friedliche Reise des Geistes in das nächste Leben. Nicht alle Geister können diesen Weg alleine beschreiten. Aufgrund von Tragödien in ihrer Vergangenheit verfallen sie und werden gefährlich. Meister, die berufen sind, diese Gefangenen und gewaltige Manifestationen zu helfen, sind Geisterführer bekannt. Okay, wir sind. Okay, alles klar. And there she is. Wir. Wie gesagt, spiele ich das Spiel auf der PlayStation 5. Drücke L1 für Impuls. Wey, blinke, blinke. Ich kann springen, ich kann doppelspringen. Ich kann nicht überall hin. Okay. Ich kann schlagen. Ich kann festschlagen. Ich kann Stärke aufladen, okay. Was bist du? Bleib bei mir. Ich finde das Spiel jetzt schon schön. Ich denke mal, ich soll euch folgen, ne? Oh, schwimmen kann ich auch. Erstes Rätsel gelöst. Ich kann auch rennen. Okay, rennen kann ich auch. Obwohl das ein bisschen unbeholfen aussieht. Muss ich hier runter? Fragen über Fragen. Oh, who are you? Sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, Spirit Guide. Direkt ein Tutorial Pass? Drücke R1 für leichten Angriff. Drücke R2 für schweren Angriff. Okay. Okay, ich glaube, ist kein Boss. Ist einfach nur. Oh, die Musik finde ich ja jetzt schon geil. Drücke Kreis zum Ausweichen. Okay. Hier hin. Also das hier ist mehr oder weniger feinste Dark Souls Manier, also beziehungsweise, es ist ja nicht, Dark Souls hat das ja nicht erfunden, aber schnelles, actionreiches Gameplay, also Kampfsystem. Schon vorbei? Traurig. Witz ist. Ah. Oh. Ich muss sie wahrscheinlich alle erwecken, oder was? Erwache.
Nächstes Rätsel. Ganz ohne Tutorial. Rätsel gelöst. Jetzt wahrscheinlich wieder. Ui. Ist das auch ein Schutzschild? Ist das Blocken? Das würde mich interessieren. Ist das Blocken? Muss ich bei den nächsten Gegnern mal ausprobieren, ob die mich dann... I think this game is really pretty. Ich mag das. Jetzt schon. Ach Gott, ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Kann ich euch immer noch anzünden? Jo, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwie Collectibles oder... Hallo, hallo ihr zwei. Komm, weg sind sie. Bleibt stehen. Kann ich kriechen? Interagieren. Sind sie weg. Oh, das ist jetzt schon knuffig. Wo ist mein Stein? Wo ist mein... Ja. Wir haben einen neuen Freund. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn... Ach, Rott. Okay, unser erster Rott heißt Tubby. Das ist Tubby. Hallo, Tubby. Ich hoffe, ich kann euch später noch auseinanderhalten. Drücke X zum Springen, drücke X in der Luft, um den Doppelsprung auszuführen. Ja. Okay, achso, um da hochzukommen. Oh, Tubby ist auf meiner Schulter. Na los. Erkunden wir die Welt gemeinsam. Anscheinend, also ich meine, es wurde ja nicht viel erklärt, ne? Kina ist einfach nur in irgendeiner Höhle aufgewacht, keine Ahnung, oder weiß ich nicht. Und anscheinend werden wir von irgendeiner Art Krankheit oder von irgendwas befallen, weil wir haben ja gesehen, an unserem Arm sind so schwarze Adern. Schwarze Äderchen. Also scheinbar sind wir krank oder verwandeln uns oder... Nicht rennen. Ich bin hier. Lauft ihr mal. Lauft ihr mal weg. Ich will erst gucken, ob ich irgendwas finde. Ich habe keine Ahnung, ob es in diesem Spiel überhaupt in irgendeiner Art und Weise Collectibles gibt. Was? Was zeigst du mir, Tubby? Hast du einen Freund, Tubby? Ich kann euch jetzt nicht allen Namen geben. Ich vergesse die, das tut mir leid. Trott gefunden. Tut mir leid, du, ich habe dich ganz doll lieb. Ja, du bist Susi, aber ich werde dich leider vergessen, Susi.
Tabby ist mein Tabby, okay? Nicht böse sein, Susi. So. Wir müssen jetzt mit ziemlich sicher die Kinder finden. Aber wir wollen auch alles erkunden hier. Was haben wir denn hier? Ja. Was möchtest du mir sagen, Tabby? Ja, Tabby. Da ist George. Eieiei. Hi, George. Eieiei. Susi, George, Tabby. Ihr Süßen, ich weiß, ich soll euch hinterher, aber ich muss noch ein paar Rotz finden. Hey, bitte! Kann ich in der Luft ausweichen? Nein, kann ich nicht. Okay. Hui, okay. Alles gut. Bin ich ein Rott? Rotti! Susi, George und Tabby. Okay. ich muss jetzt aufhören. Ich muss aufhören, den Namen zu geben. Es tut mir leid. Obwohl die ersten fünf kommen. Und dann versuche ich am Ende des Let's Plays alle fünf Namen noch zu kennen. Tabby, Susi, George und Michael. Und falls ihr euch jetzt fragt, woher weißt du, ob die männlich oder weiblich sind? Ich weiß es einfach. Das ist der Moment, wo ich mir einen Stift und einen Zettel nehme und die Namen aufschreibe. Ich bin, was sowas betrifft, ja immer sehr vergesslich. Egal. Tabby, Susi, George und Michael. Das sieht nicht gut aus. Das sieht böse aus. Sammeln mehr Rott, um diese Todeszonen in Herz zu reinigen. Okay, ich brauche noch einen Rott. Also mindestens einen Rott brauche ich noch. Was? Lauf schnell? Was? Rennt die wieder von mir weg? Habe ich eine Karte? Hm. Anscheinend haben wir unseren fünften Rott gefunden. Sieht doch aus wie eine Ember. So, jetzt haben wir unsere ersten vier. Fünf. Was? Vier? Also vier. Haben wir vier? Moment. Ach so. Tabby zählt nicht dazu. Also, so. Okay, also wir haben jetzt zwei Mädels, zwei Jungs, die uns folgen. Also, Tabby zählt nicht dazu. Also, wir haben hier als erstes unsere Susi, unseren George, unseren Michael und unser... Jetzt fängt es nämlich schon an. Amber, genau. So, aber uns fehlt noch einer. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Richtung die richtige ist und welche nicht. Gibt es eine Karte? Es gibt ein Spiel. Speichern. Cool, das würde ich gleich mal machen. Aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, wie ich mein... Das war Dennis. Dein Name, dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rott-Aktion zur Verfügung. Drücke Dritte, um Rott-Objektumgebung zu schicken. Sammle Rott, um aufzulösen, mehr Rott. Okay. Also im Endeffekt, Collectibles in diesem Spiel sind mehr oder weniger Rott, die mir aber auch im Gameplay helfen. Sehe ich das so ungefähr richtig? So, Schluss mit dem Namen. Also, wir haben hier, wir möchten nochmal hier gedenken an unseren Tabby auf unserer Schulter, unserer Susi, unserem George, unserem Michael, unserer Amber und unserem Dennis. Und jetzt wollen wir angreifen. Drücke 1, um den Tor zu zerstören. Juhu. Ich nehme auch an, nur dass wir jetzt da auch lang müssen. Ich nehme an, die sind da lang gelaufen. Na, dann gehe ich aber noch erstmal eben kurz hier hoch. Und schaue, was wir hier noch haben. Aber ich glaube tatsächlich nichts. Hier gibt es nur wieder. Ne.
Also wir müssen, also die sorgen dafür, dass wir im ersten Gebiet schon alle Rotz bekommen müssen, weil ansonsten kommen wir nicht weiter. Ich verstehe übrigens langsam, was die Leute, also es gibt ja ein paar Leute, die sich bei dem Spiel beschweren, dass das ja mehr oder weniger nur ein Pixar-Film sei. I like it. Was ist das für ein Zeichen? Ist das hier, also die weißen Kanten hier, die kennen wir ja, aber ist das jetzt hier der Spring hier runter, du bist wie eine Spinne? Oh, hallo ihr. Das Schöne ist auch, wenn ihr mit die mal anguckt, das ist immer sehr witzig, die machen immer interessante Interaktionen. Die schlafen dann immer ein und so. Und gähnen. I like them. Ich will sie alle knuffeln. Das ist so der Moment, wo ich mir denke, so ein ganzes Bett voll mit denen und ich lege mich da zu denen rein. Ich bin da voll dabei. So, ja. Wo war ich denn geblieben? Genau. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen so meine Männlichkeit hier unter Beweis stelle. Oh, du hilfst mir, Tabby. Du sagst mir, wo ich lang muss. Oh, wir müssen wieder... Wir müssen das Böse bezwingen. Gegner erschrecken die Rot. Die Rot sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rot-Aktionen durchzuführen. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle die Muttropfen mit einem Impuls oder berühre sie, um schnell Mut aufzubauen. Okay, also meine Rot sind, die haben Angst. Okay. Ist das mein Schutzschild? Ich muss das einmal kurz checken, auch wenn ich jetzt Schaden bekommen sollte. Oh, es ist ein Schutzschild eigentlich. Das wollte ich nur, das musste ich gecheckt haben, weil vielleicht brauchen wir das später. Die Rot sind breit. Sie können Todeszonenherzen zerstören oder Feinde binden. Drücke Viereck, um die Rot schnell auf eine Objektumgebung zu schicken. Halte zum Zielen, um die Rot zu binden. Okay. Das heißt, ich kann jetzt so quasi die Rot da drauf schießen. Ich glaube nicht mehr. Wo ist mein Mutball? Ach! Oh, oh, guck mal, das Symbol da unten links. Abgesehen davon, dass ich gerade sterbe. Weil ich gerade zu sehr auf alles andere achte. Jetzt sind sie jetzt gleich wieder ready. Jetzt sind sie wieder ready wahrscheinlich. Ja, jetzt sind sie ready. Und drauf da. Herz zerstören. Ansonsten kommen wir, glaube ich, unendlich Gegner. Hui. Kazala! Ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Also, ne, ihr müsst wissen, ich habe jetzt in der letzten Zeit keine PS. Doch, ich habe Ratchet & Clank gespielt. Hallo, Tabby. Die Rot sind wirklich stark. Die Rot können bestimmte Wege in der Umgebung bewegen. Drücke Viereck, um die Rot ein Objekt aufheben zu lassen. Sage den Rot, wo sie hin sollen, indem du mit da zielst und dann das drückst. Okay. Wohin will ich das denn haben? Ich komme mal hier hin. Oho. Hauptsache, wer ist das hier hinten? Dennis, trägst du hier alleine oder was? Ich dachte gerade schon. Okay, also wir können jetzt da hoch. Gibt es irgendwas? Gibt es irgendwie. Ich bin noch am. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie tatsächlich sowas wie Collectibles gibt, abgesehen jetzt von den Rot. Oder nicht. Lohnt es sich, sich umzuschauen oder lohnt es sich nicht? Das ist meine Frage, die ich habe. Und meine Frage wird gerade hier. Das ist wirklich niedlich, aber ganz kurze Frage, zusätzlich zu dem, dass das richtig niedlich ist, bringt das auch was? Also,
Ich möchte das jetzt nicht in Frage stellen, von wegen, ne, also, aber hat das jetzt irgendwas gemacht? Aber ich meine, ihr habt gerade den schweren Klotz getragen, ne, dann ist es natürlich euch auch gegönnt hier. Was zu essen. Ich will euch ja nicht verhungern lassen hier. Meine kleinen Schutzgeister oder meine, weiß ich nicht, was ihr seid. Meine Rotz halt. Was bist du denn? Can you pick that up? Can you pick that up? Kinder ist nicht zu fein dafür. Aber Kinder ist aber noch nicht stark genug. Okay, hab ich. Okay, jetzt haben wir den hingestellt. Aber ich glaube, da fehlt noch ein Fuchs, oder? Muss da jetzt noch einer hin? Okay. Kurze Frage, ist das da unten ein Shortcut? Kann das sein? Okay, da muss ich hin. Okay, da. Danke, Tabi. Ich wollte dich jetzt nicht ignorieren, aber. Ist das ein Shortcut? Ich glaube, ja, das gilt hier quasi einfach nur als Shortcut. Okay, was ist das hier? Achso, ich kann. Okay, ich weiß noch nicht, was das alles für Währungen sind. Weil da hatten wir eben noch eine andere Währung. Ich habe aber auch kein. Ich habe kein Menü, kein Overlay, kein nichts, ne? Also. Ich habe. Falsch. Ich habe irgendwie. Ich habe keinerlei. Wie die da oben schon auf mich warten. Oh, das sieht nicht gut aus. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. Sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Wurde, glaube ich, gerade gezeigt, was ich machen soll, wenn der so eine. Ne? Oh, Hallöchen. Lass mich raten. Ja, meine Rotz haben schon. Also, jetzt habe ich noch das Schild erklärt. Leider wurde mein Mut ist verlassen worden. Fühlt sich die. Nein, die Mutweise fühlt sich. Ah, nur mit meinem Angriff, glaube ich auch. Ich würde gerne eigentlich Fernkampfangriffe machen, aber das kann ich noch nicht. Oder falls ich das überhaupt jemals kann. Oh, habe ich gerade das getan, was ich glaube, dass ich getan habe? Gibt es Perfect Parry? Ich hab heute. Oh, meine Rotz sind ja vollkommen overpowered. Danke, Rottis. Tabi, deine Freunde sind super. Ah, ich habe aktuell noch echt Probleme. Ich habe zu wenig Leben. Also, beziehungsweise, ich lasse mich zu viel treffen. Punkt. Nein, ihr kriegt keine Namen von mir. Nope. Nope. 6 sind genug. Ich hab euch alle lieb. Aber ihr seid jetzt Nameless 1 bis 5. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They won't.
My name is Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Willkommen in einem questing game. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Yep, noch ein Bruder. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Finde Tar im Wald. Our village is this way. Also ich habe jetzt, okay, 5 dazu bekommen noch, ja? Ist das richtig? Ich glaube schon. Ich habe jetzt 8. Wie viele folgen mir? Wirklich alle 8? LOL. Ich will 200 davon. Ich will eine Armee von Rotz hinter mir herlaufen haben. I want it now. Oh mein Gott. So. Wir speichern hier. Wir gucken mal, oh ja, genau, speichern. Und machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß im Videos. Euer Hedi.